Liebe Schwestern und Brüder, in diesen Wochen nachgedacht haben über die Freiheit der Christenmenschen und versucht haben zu verstehen, was das denn sei, jene Freiheit und worin sie besteht, dann werden wir das auf eine schlüssig und logische Weise auch am Ende dieser Predigt nicht wissen. Wir können uns immer nur annähern. Und wir wollen das in einem letzten Schritt tun, indem wir zu dem Begriff und der Wirklichkeit der Freiheit eine andere Wirklichkeit herbeiziehen müssen. Denn beides ist schon durch das Wort Jesu aufeinander verwiesen. Und leider wird es dadurch nicht einfacher. Freiheit und Wahrheit. Die Wahrheit wird euch frei machen, sagt Jesus in einem der Streitgespräche mit seinen Zeitgenossen. Die Wahrheit wird euch frei machen. Und man muss nicht besonders biblisch geschult sein, wenn einem nicht gleich ein nächstes Wort aus dem Johannesevangelium einfiele, nämlich das dieses ausgekochten Machtpolitikers Pilatus, der als Jesus wiederum im Verhör, wenn er von der Wahrheit spricht, ich bin gekommen, um für die Wahrheit Zeugnis abzulegen. Wir können das durchaus spöttisch lesen, diesem galiläischen Wanderprediger sagt, was ist Wahrheit? Was ist Wahrheit? Dieses Gelächter, dieses zynische, ironische Gelächter und jene offene Frage klingt bis heute. Ja, wir könnten sogar sagen, heute hat diese Frage des Pilatus Konjunktur. Wir sind geradezu in pilatischen Zeitaltern angekommen. Wir lesen dieser Tage eine neueste Untersuchung. 60, 70 oder mehr Prozent der jungen Leute können mit Gott, mit Religion nichts mehr anfangen. Gut, sagen wir es positiv, sie können ihr Handy bedienen, ihr iPhone. Dort finden Sie alles, was Sie zum Leben brauchen. Sie können damit zu Hause den Kühlschrank öffnen und schließen, die Rollläden rauf und runter lassen und das Auto starten. Großartig. Alles, was darüber hinausgeht, wozu ist das gut? Was ist Wahrheit? Wir kennen das aber aus den Diskussionen, die wir selber führen. Auch in Streitgesprächen. Ja. Ich könnte jetzt ein Beispiel erzählen von einer hohen Vertreterin unserer Diözese, die mir sagt, ja, wissen Sie, das ist Ihre Sicht und ich habe meine Sicht. Hier gibt es ein Wahrnehmungsproblem, heißt das dann, weil alles ja subjektiv ist. Aha. Es gibt ein paar objektive Dinge dann doch noch, zumindest wenn wir sie gleich wahrnehmen. Ich nehme an, Sie gehen davon aus, dass Sie in Bänken sitzen. Und nicht auf einer Ameise, sondern auf einer Bank. Und zwar alle von den paar Dutzend, die hier sind, gehen davon aus, dass sie in einer Bank sitzen und ich auf Steinplatten stehe und ein Mikrofon vor mir habe. Aha, darauf können wir uns, glaube ich, einigen. Oder ist auch das nur meine subjektive Wahrnehmung? Dann breche ich an dieser Stelle ab. Offenbar gibt es doch so etwas, das wir gemeinsam erkennen können. Das ist aber nur ein erster kleiner Schritt. Die Saat, die wir, und das haben wir ja in den letzten Wochen ein wenig zu skizzieren versucht, in aller Grobheit zugegeben, weil wir hier kein philosophisches Seminar veranstalten. Was gekommen ist durch diesen großen Freiheitsdrang, was sich mit dem großen Wort der Aufklärung verbindet. Die zwei Strömungen. Die eine Strömung, die eher sagt, ja, die Freiheit realisiert sich darin, dass sie auch an Regeln gebunden ist. Und so die Freiheit, die wir miteinander haben und die jeder Einzelne hat, begrenzt wird von der Freiheit des anderen. Deshalb leben wir in einem einigermaßen, wir können das auch kritisieren und manchmal zu Recht, aber in einem einigermaßen geordneten Staatswesen, das die Freiheit des Einzelnen im Blick auf das Gesamt schützt. Die andere Tradition, die ebenso aus der Aufklärung kommt, sagt, jede Regel begrenzt deine Freiheit. Jede Regel,
Jede Idee begrenzt deine Freiheit. Wir müssen uns endlich wirklich frei machen von diesen Begrenzungen, von jeglicher Art von Begrenzung. Jean-Jacques Rousseau steht am Beginn einer solchen Idee. Und während die Französische Revolution diesen Werten der Aufklärung so sehr verpflichtet, der rousseauschen Linie folgt, endet sie in einer Diktatur. Wir kennen das. Die Guillotine rast unentwegt herunter und die Köpfe rollen. Der Marxismus und andere Ideologien haben das nachgemacht. Ja, das Problem ist halt der Mensch. Wir brauchen zuerst den neuen Menschen, mit dem wir dann das verwirklichen können. Und wer denkt, wir hätten diese Dinge hinter uns, der irrt gewaltig. Wir sind in einem wahnsinnigen Umwälzungsprozess im Moment, der tief eingreift in das Selbstverständnis des Menschen. Das geht dahin, bis dahin, dass wir bislang vielleicht davon ausgingen, auch unter biologischen Gegebenheiten davon ausgingen, wenn ein Mensch zur Erde kommt, muss er zuerst gezeugt werden. Und ein Mensch entsteht durch die Verschmelzung von Ei- und Samenzelle, durch die Verbindung von Mann und Frau. Ja, aber wenn Sie so denken, sind Sie aber ziemlich von vorgestern, liebe Schwestern und Brüder. Das sollten wir aber schnell mal in die Tonne treten. Das wissen wir inzwischen. Inzwischen kann jeder Kinder kriegen. Haben sich die Männer das schon mal überlegt? Ja? Sie sollten mal darüber nachdenken. Kein Problem, Alter spielt auch keine Rolle. Ja, man kann mit 70 Mutter werden, lässt sich alles machen. Ja? Große Fortschritte der Medizin. Wir sagen Riesensprünge der Menschheit. Und dass wir uns dann vorfinden, als männlich oder weiblich. Alles gesellschaftliche Konvention, darüber können wir, naja, wir reden mal drüber und dann suchen wir uns das mal aus, so ein bisschen, wonach uns dann so ist. Kann ja sein, dass es 10 Jahre später wieder anders ist, dann die Prozedur rückwärts, gibt es auch Beispiele für. Okay, wir sind hier an einem Punkt, liebe Schwestern und Brüder, der sehr wichtig ist und der geradezu eine Frontlinie anzeigt, im Verhältnis von Freiheit und Wahrheit. Denn wir sind auf dem Weg in eine Meinungsdiktatur, ganz schleichend. Wir haben das in den Schulen. Oder ich sage es einmal vorsichtiger, ich wollte schon gerade ausholen, aber das ist jetzt weder in der Fastenzeit gut, noch als Christ gut so auszuholen. Also ich sage es ein bisschen differenzierter, das ist immer gut. Man kann ja versuchen, das Anliegen hinter dieser ganzen Gender-Diskussion zu verstehen. Das Uranliegen, nehmen wir mal das Beste an, ist ein Trachten nach Gerechtigkeit. Das sollte für uns als Christen selbstverständlich sein. Aber sobald auch da, ähnlich wie in der Aufklärung mit der absoluten Freiheit, sobald das Selbstläufer werden, ohne jegliche Bindung an die Realität, ohne an den je konkreten Menschen, wird es barer Unsinn. Ja, es wird diktatorisch. Wir können das ja sehen. Wenn sich jemand dazu kritisch äußert, weiß die Europäische Union sich schon zu wehren. Das ist in den letzten 20 Jahren tief eingedrungen in sämtliche Regierungserklärungen. Und fangen wir nicht mit politischen Farben an. Das ist ganz egal. Das sind die Konservativen genauso wie ganz links oder so. Die sind dann eher noch die Konservativsten, weil sie dann ihrer eigenen Idee verpflichtet sind. Das ist ganz breit aufgestellt. Das sind Pressure Troops, die geschickt wurden vor 20 Jahren. Die sitzen in jeder Regierung, in jedem Parlament, in jeder ausführenden Behörde. Vor allen Dingen, das haben sie von den Marxisten gut gelernt, in den Schulbehörden sitzen sie. Auch in den Diözesen übrigens. Dort werden sie von der Kirche noch bezahlt für diesen Quatsch. Dass sie den neuen Menschen schaffen. Eine sehr gefährliche Situation ist das. Wahrheit und Freiheit gehören zusammen. Die Wahrheit wird euch frei machen. Nun, wo finden wir die? Gut, wir können uns immer zurückziehen. Als Katholiken sind wir da immer auf der sicheren Seite. Also kauft euch einen Katechismus. Dann habt ihr das Ding in einem Format, 7 cm dick, 24 cm hoch. Hier, wenn wir bestellen, dann ist das da. So, wo ist das Problem? Sind wir vielleicht nicht ganz zufrieden mit?
Nichts gegen den Katechismus oder Buchläden, die das vertreiben. Vertreiben sie? Ja. Nichts dagegen. Aber vielleicht ist das doch nicht zufriedenstellend, weil wir ziemlich unersättliche Wesen sind. Das gehört auch zur Wahrheit des Menschen. Dass wir nicht damit zufrieden sind, wenn wir einfach etwas nachlesen. Wir müssen nicht nur in den Büchern schauen, sondern wir müssen mutig sein zu fragen, was ist die Natur des Menschen? Es gibt einige von der eben schon skizzierten Bewegung, die sagen, es gibt keine Natur des Menschen. Zur kulturellen Überformung. Das sind ja auch schon wieder solche Absprachen, solche kulturellen Prägungen, von denen wir uns endlich befreien müssen. Da haben wir es dann als Christen wirklich einfach. Einfacher. Die Wahrheit über den Menschen finden wir in der Heiligen Schrift. Wenn Sie an dem Punkt sagen, ja, aber das ist aber auch ein bisschen schlicht, wenn er jetzt damit um die Ecke kommt. Ja, aber tut mir leid. Fragen Sie sich mal, warum Sie sich haben taufen lassen. Wenn das nur aus kultureller Prägung geschieht, dann wünsche ich Ihnen einen schönen Abend. Gute Nacht. Das ist zu wenig. Das ist das, worauf wir festgelegt sind. Das ist die Urkunde, die Wahrheit ist, so wie wir glauben, und uns deshalb verhilft zu einer wirklichen Freiheit. Nehmen wir etwas, was eigentlich jeder verstehen kann. Die 10 Gebote haben wir früher mal in der Schule gelernt. Auch darüber gibt es Untersuchungen, wie viele Priester heute noch 10 Gebote auswendig können. Oder sagen wir es unverfänglicher, Priesteramtskandidaten. Schwierig. Vielleicht so 3 im Angebot. Ist ja auch schon mal was. Können wir alle die 10 Gebote? Ich frage jetzt nicht ab, keine Sorge. Als innere Frage, können wir die 10 Gebote? Die Grundlage dessen, die uns übrigens auch mit anderen Religionen verbindet? Können wir die? Die 10 Gebote sind in der Offenbarung etwas, ein wichtiger Beitrag, nicht der ganze, aber ein sehr, sehr wichtiger Beitrag zur Wahrheit des Menschen. Indem sie nämlich das Einzelne, den Einzelnen, die Einzelne und das Gesamt im Blick hat. Begrenzungen der Freiheit zur Ermöglichung von Freiheit. Es will ja niemand von uns dauerhaft alleine leben. Und selbst wenn er sich in die Einsamkeit zurückzieht, auch da gibt es Begrenzungen. Im Blick auf das Gesamt und im Blick auf das Gute. Und wir als Christen präzisieren das noch. Im Blick auf den Guten. Im Blick auf Gott. Denn es gibt im Menschen einen unauslöschlichen Hunger. Ob man das nun in direkter Weise Gott nennt oder nicht. Es gibt diesen Hunger, der nicht zu stillen ist. Und selbst wenn man diese Frage ganz weit von sich wegschiebt, wenn man noch so viel in sich hineinstopft, an Ideologien, an Konsumgütern, was auch immer, wir können letztlich dieser Frage nicht ausweichen, im Blick auf unser Ende, denn auch das gehört zur Natur des Menschen. Wahrheit und Freiheit sind tief miteinander verwoben. Und wir können als Christen noch einen Schritt weitergehen. Denn wir glauben schließlich an den, der von sich selber sagt, er sei die Wahrheit. Also was ist für uns als Christen besonders kompliziert daran, im Blick auf Jesus, in dem beides zusammenfindet, die Konzeption des Menschen, wie Gott ihn gedacht hat vom Beginn der Schöpfung, und der sich aber unter die Bedingungen, wie die Menschen ihre Freiheit genutzt haben, im Aufstand gegen Gott, in der Auflehnung, im Ungehorsam, in der Verfallenheit, in der Klebrigkeit dieser Erde. Dieser Mensch, Jesus Christus, der unter diesen Bedingungen lebt. Unter den Regeln dieser Welt, unter dem Druck dieser Welt, im Leiden dieser Welt, der dazu antritt. Und der doch noch in sich diesen Raum offen hält. Und wir sagen das dann zu Recht, er ist ganz Mensch,
mit allen Begrenzungen, allem Druck, aller Leidensfähigkeit bis hin zum Tod. Er ist aber zugleich ganz Gott. Er hält den Raum Gottes, der ursprünglich im Menschen angelegt ist, offen. Wir sehen das in diesen Streitgesprächen, die wir in dieser Woche gelesen haben aus dem Johannesevangelium. Wie man da aneinander vorbeispricht. Denn wir können auch nicht einfach nur sagen, dass das Gegenüber Jesu, dass es einfach nur eine bösartige Rotte ist, die ihm irgendwie an den Kittel will oder ans Leben will. Das ist viel zu einfach. Wenn Sie sagen, da ist ein Typ, der lästert Gott. Wie kann der denn so reden? Du bist doch auch nur ein Mensch. Das ist ein berechtigtes Anliegen. Wir würden vielleicht ganz ähnlich reagieren, wenn da jetzt einer durch die Tür käme und so spräche wie Jesus. Aber sie öffnen sich nicht. Sie können den nächsten Schritt nicht mitgehen, wie Pilatus ihn nicht gehen kann. Was ist dieser Schritt, der blockiert ist? Es ist der Schritt, den die Freiheit lernen muss, wenn sie Freiheit in Wahrheit ist. Die Freiheit, sich zu geben. Nicht die Freiheit, dass ich will und ich möchte und ich brauche und ich tue und ich möchte frei sein, um das zu verwirklichen, sondern das, was Jesus sein ganzes Leben lang predigt, was zur Wahrheit seines Lebens geworden ist, ganz von sich selber abzusehen, von dem, wie wir von außen, von innen programmiert sind, mit allen Wünschen und Sehnsüchten und Leidenschaften, ganz von sich selber abzusehen, um genau so ganz frei zu sein und sein eigenes Leben wahr zu machen, das eigene Leben in die Wahrheit Gottes hineinzustellen. Was tun wir anderes, wenn wir die Karwoche und Ostern feiern? Genau die Stationen dieses Weges mitzugehen. Zu sehen, wie Jesus mit jedem weiteren Schritt, auch in seiner Passion, immer freier, immer souveräner wird. Und wie er an Ostern ganz in der Wahrheit über den Menschen und über Gott ist. Nämlich, dass wir leben. Dass wir leben in einem Leben, das keine Macht der Welt, kein Tod, kein Teufel, kein Dunkel, kein Böses zerstören kann. Noch nicht einmal berühren kann. Das ist die eigentliche Wahrheit über den Menschen. Und hier liegt seine Freiheit. Es lohnt sich, liebe Schwestern und Brüder, sie auch in unserer Zeit zu verteidigen.